Das hier ist ein Winkler Belt Knife. Ein wunderschönes Messer. Das wird in einer kleinen Manufaktur in Amerika gefertigt. Und dieses hier bekommt jetzt einen neuen Anschliff, weil es mit diesem Anschliff jetzt nicht mehr so gut schneidet. Die Schärfe ist so ein bisschen, naja, das gucken wir uns gleich noch in Ruhe an. Ich wollte euch einmal einen wirklich, wirklich nahen Eindruck von diesem Messer geben. Und ich möchte eins zu bedenken geben, das Ding ist handgefertigt. Na, man sieht hier, der Full Tang ist getapert, nach hinten dünn auslaufend. Hier deutlich dicker Richtung Balancepunkt. Mal gucken, ob ich das mal ebenso. Ah, guck mal. Das ist immer schwierig, so wenn man ins Handy reinredet und Leuten was erklären will und gleichzeitig mit Lupe dazwischen und Handykamera dazwischen versucht, irgendwelche Sachen auszuprobieren. Aber ihr seht, ich konnte das Messer sehr easy gerade einfach mal so auf meinem Finger ausbalancieren. Das war jetzt überhaupt kein Akt. Das liegt unter anderem an diesem getaperten Full Tang hier, der eben hier besonders viel Material genau in den Schwerpunkt der Klinge setzt. Was natürlich auch der Form der Klinge nochmal entspricht, weil sie auch hier von der Spitze zu diesem Teil des Klingenspiegels hinten an der Hacke beim Ricasso hier ist natürlich ordentlich Material. Und darum ist das so schön ausbalanciert. Guckt euch das an, das ist ein Holzgriff. Der ist geschnitzt. Und wunderschön, wie ich finde. Der scheint hier, was werden das sein? Carbon-Pins, würde ich tippen. Ja, und was man halt sagen muss, das ist mir ganz wichtig. Wer richtig hochwertige, industriell gefertigte Messer kennt, der erwartet quasi Perfektion in jeder Ritze. An diesem Messer sieht man natürlich kleine Unregelmäßigkeiten. Nur hier zum Beispiel. Aber das gehört zum Charakter dieses Messers dazu. Das muss man sich bewusst machen. Das hier ist ein handgefertigtes Messer. Das ist, ne, solche Unregelmäßigkeiten. Überlegt mal, stellt euch mal vor, ihr würdet dieses Messer fertigen. Und wir gehen jetzt gerade hier mit Lupe und allem ran, ne? Also richtig, richtig ran. Das ist sehr schonungslos. Im Gesamten, wenn ich die Klinge wieder rausnehme, seht ihr da überhaupt gar nichts. Aber hier kann man halt mal schön sehen, das sind diese kleinen Unregelmäßigkeiten, die beim Schliff nachher hochinteressant werden, wenn ich das Messer schleife, weil es sich dann ganz anders anfühlen wird an bestimmten Stellen, weil die Klinge eben nicht zu 100% gleichmäßig gearbeitet ist. Das kann sie nicht sein bei Handarbeit, aber sie kommt dem sehr nahe. Und ich wollte euch einmal teilhaben lassen, weil das ist, so ein Messer hat man nicht oft in der Hand. Ich habe es zumindest nicht oft in der Hand und ich genieße das gerade sehr. Es ist ein wirklich, wirklich schönes Messer und es fasst sich unglaublich gut an. Also es ist ganz, ganz wunderbar. Man möchte das die ganze Zeit begrabbeln. Es ist ein Handschmeichler, die Form geht unglaublich nativ in die Hand hinein. Also es ist wirklich, wirklich ein großartiges Messer. Und genau, was eben viele als Unzulänglichkeiten, Schwächen oder was auch immer ansehen, finde ich halt nicht, weil man sich bewusst machen muss, was man hier kauft. Das ist pures Handwerk. Und glaubt mir, jeder Schmied strebt nach Perfektion, jeder Messermacher strebt nach Perfektion. Aber wenn es quasi um Fertigungsperfektion in Zehntelmillimetern und drunter geht, dann braucht man halt Maschinen. Und alles, was mit der menschlichen Hand gemacht wird, da gibt es halt Unregelmäßigkeiten. Überlegt mal, unsere Haut ist voller Unregelmäßigkeiten. Alles, die Natur ist nicht gleichmäßig. Und das hier ist halt schon etwas sehr Natürliches. Und das ist aus meiner Sicht auch kein Fertigungsfehler. Das gehört einfach zu dem Charakter dieses handgefertigten Messers dazu. Es kommt eben nicht vom Fließband. Ein wunderschönes Stück. Wir gucken gleich mal wegen Maßen und sonst was. Aber ich wollte euch einfach mal einmal teilhaben lassen an diesem Hochgenuss fürs Auge. So, der Patient ist schon vorbereitet.
Die wunderschönen Schnitzereien. Ich möchte einfach nicht, dass da Schleifstaub reinkommt oder irgendwas. Darum habe ich hier den Griff jetzt quasi mumifiziert. Das wäre einfach nicht schön. Das kriege ich da nicht ordentlich wieder raus. Und das muss einfach nicht sein. Jetzt wollen wir mal kurz schauen, was denn aktuell hier schärfetechnisch so möglich ist. Okay, das war jetzt ziemlich kräftig. 620. So, wir gucken mal, was die Rasierfähigkeit des Messers angeht, bevor wir es jetzt schärfen. Ja, das gleitet jetzt über meinen Arm hinweg und das Einzige, was sich da jetzt ablöst, sind Hautschuppen, aber die Haare lachen. Okay, also rasieren kann es nicht mehr. Dann machen wir noch einmal schnell einen guten alten Papiertest. Den kriegen Sie ja eigentlich immer alle hin. Ja, eher. Naja. Okay. Also Papier eher schlecht als recht. Na gut, okay. Also, das Ding ist stumpf. Das kriegt jetzt einen neuen Anschliff. Wir haben hier einen leichten Recurve. Der soll auch drin bleiben. Das heißt, ich werde mit dem Pinpivot arbeiten, werde mir das gleich alles hier einstellen und einrichten und dann nehme ich euch mit und vielleicht machen wir einen Live-Schnitt draus. Mal gucken. So, dann starten wir mal den Schliff vom Winklermesser. Es ist natürlich kein Live-Schliff, es ist ein Echtzeitschliff. Das heißt, ihr werdet jetzt komplett das ganze Prozedere mitmachen. Wir schleifen in 25 Grad. Das ist der angestrebte Winkel. Mal gucken, ob wir den nachher auch treffen. Genau, hier haben wir einen leichten Recurve, auf den wir aufpassen müssen, aber nur einen ganz leichten. Und ich fange jetzt einfach mal an mit dem ersten Zug. Hinten hat er ihn schon super mitgenommen. Vorne leider noch gar nicht gut. Da muss noch ein bisschen was passieren.
Noch stumpfer hochziehen. Das nützt nichts, noch stumpfer hochziehen. Der sieht gut aus. So, das brauchen wir hier drüben bitte auch nochmal. Jawollo. Und wir haben einen durchgehenden Grat, das ist auch gut. So, und wo steht die Spitze? Die steht mittig, das ist auch schön. So, einmal Zwischenstand, damit ihr seht, was wir hier so machen. So, ihr könnt jetzt sehen, hinten hat er sofort getroffen. Hier vorne hat er auch schön durchgezogen. Die Spitze war gerade die Baustelle, weil ich wirklich sehr weit hochgehen muss für diesen sehr robusten, sehr steilen Winkel und sehr weit hochschleifen muss. Aber der Grundanschliff, der sitzt schon, und wir gehen jetzt schon auf die 400er Körnung hoch. Das gibt mir einfach nochmal einen Ticken Sicherheit. Das dauert dann wieder ein, zwei, drei Züge länger beim Ausarbeiten. Das ist aber nicht schlimm, weil die Körnung einfach mehr Fehler verzeiht. So, und bei diesem Schliff hier, das sieht man dem Messer so nicht an, aber das ist ein Schliff, bei dem ich sehr viel
unabhängig von der Toolbar, auf der ich quasi ja nur mit der Werkstücklänge, muss ich sehr viel durch Drehen und Heben führen, also relativ viel freihändig. Und das geht nur mit viel Gefühl und Randtasten. Und je feiner ich in der Körnung bin, desto verzeihlicher ist das beim Führen. Und ich kann, falls ich mal doch irgendwie einen Führungsfehler machen sollte, den besser wieder rausarbeiten, ohne jetzt groß Material wegzutragen. Dieses unangenehme Geräusch ist überhaupt nicht schlimm. Das entsteht halt bei einem so steilen Winkel auf der CBN-Scheibe. Das sieht richtig schnicky aus. Ja, und hier hinten auch genauso. Und da unten muss ich jetzt aufpassen. Aber das sieht schon gut aus. Hier. Das hier ist so ein Schliff, der braucht einfach ein bisschen Geduld. Na, da geht jetzt nichts mit Geschwindigkeit und Druck oder sonst was. Das muss man mit Geduld machen. Bei so steilen Winkeln checke ich sehr oft die Spitze, weil es hier einfach so schnell geht, dass die Spitze in die eine oder in die andere Richtung gekippt wird, wenn man da nicht sauber ist. Ich habe hinten an der Hacke noch einen Wackler drin, den möchte ich gerne noch versuchen, ein bisschen rauszukriegen. Die Schwierigkeit ist jetzt, ihn rauszukriegen, ohne ihn zu verschlimmern.
Das ist schon besser. Drüben auch noch mal. Schon gar nicht so schlecht. So, nächste Körnung. Und weil der Recurve so leicht ist, können wir hier auch noch mal gucken, was wir mit den Diamanträdern gleich rausholen. Da könnte nämlich was gehen. Das wird was. Thank you.
Das sieht schon richtig anständig aus. So, einmal wieder Zwischenstand. Ich wische das mal kurz ab hier. Wozu hat man eine dunkle Hose? So, könnt ihr sehen, da unten, das hat ganz gut geklappt hier mit dem Ricasso-Ansatz. So, und schön bis in die Spitze hoch. Zack, so. Und auf der anderen Seite schön aus der Spitze wieder zurück. Und auch wieder schön zum Ricasso-Ansatz. Wenn man genau hinguckt, sieht man, er ist nicht so perfekt wie der Rest. Das ist leider so. Ja. Irgendwas ist ja immer. Es ist am Ende auch, was ich hier mache. Ich bin zwar nur bemühter Stümper und Hobbyist, aber auch das hier ist Handwerk. Möchte ich mal betonen. Auch wenn eine Maschine zum Einsatz kommt. Aber diese Maschine ist nichts weiter als ein motorisierter Schleifstein, auf den ich unterschiedliche Körnungen draufknallen kann. Mehr kann der nicht. So, und das Einstellen muss ich machen. Und das Führen des Werkstücks auf dem Ding, gerade hier mit Recurve und sehr, sehr runder Spitze, das muss ich halt auch machen. Das macht die Maschine nicht für mich. Das ist, glaube ich, auch für viele andere Schleifer mit einer der größten Herausforderungen, sehr geschwungene Klingen zu schleifen. Ich kann nur sagen, traut euch, holt euch Billigklingen aller Art, die möglichst extrem geschwungen sind und übt an denen. Es macht nämlich nichts mehr Freude, als zu sehen, wie so eine Klinge dann immer mehr Gestalt annimmt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier was wird. So, wir gucken mal nach. Okay, er poliert da hinten. Da hinten, da hinten. Ja, das braucht jetzt auch wieder Zeit. Das hier ist normalerweise was, so ein harzgebundenes Rad ist schön fest. Da kann man jetzt mit dieser sehr, sehr weichen, kleinen, feinen Körnung, das sind 6 Mikron, da kann man jetzt auch ein bisschen fester aufdrücken. Das ist nicht ganz so wild, weil man da nicht viel kaputt macht. Das Problem ist bei diesem Schliff hier, dass diese feinen Rundungen hier, die sind so, so fein, wenn ich da jetzt irgendwie drücke und ich muss über die Kante führen, haue ich da Macken rein. Und darum ist das jetzt hier so ein Geduldsspiel, weil da einfach keine Macken rein sollen. Und dann muss man das ganz komplett drucklos machen. Das ist die einzige Chance, die man da hat. Und dadurch wird natürlich das nicht annähernd so auspoliert sein, wie ein ideal Standardschliff. Das ist einfach dann der Form und meinen Möglichkeiten hier geschuldet.
Aber ich kann euch sagen, es ist jetzt schon ein sehr schöner Schliff. Das Ding ist jetzt schon sauscharf. Das wird schick. Eine Freude zuzusehen, wie die Schneide an dieser wunderschönen Klinge sich nach und nach hier rausarbeitet. Das ist, da geht mir das Herz auf. Es ist schwer nachvollziehbar für jeden, dem es nicht so geht, aber mir geht es so, das ist einfach ein Gedicht gerade. So, wo stehen wir denn?
Entschuldigung, das ist einfach schön. Sowas hier ist halt der Grund, warum ich mit diesem Hobby gestartet bin und warum mir das so viel Freude bereitet. Es ist einfach toll, ein so schönes Messer durch einen anständigen Schliff nochmal so richtig. Ich persönlich finde, die meisten Messer, das sind wunderschöne Sportwagen ab Werk, das sind die tollsten Dinger. Und man muss sich das vorstellen, man kauft irgendwie ein Lambo oder ein Maserati, irgendwas wahnsinnig Hochwertiges, Edles. Und dann kommt einer, der letzte Mitarbeiter, welche Reifen haben wir noch über? Die schnell, bam, bam, irgendwelche alten Stahlfelgen drauf und weg mit dem Ding. Und ich habe das Gefühl, wenn ich so ein Messer hier dann zum Schleifen habe, dann ist das so, als würde es jetzt quasi dieser wunderschöne Sportwagen auch die richtigen Felgen kriegen, die dazugehören. Oder Geländewagen oder ach, keine Ahnung. Denkt euch das selber einen Vergleich aus, der für euch besser passt. Ich weiß es nicht. Ist mir auch Wurzel. Ich finde es einfach immer schade, wenn solche tollen Messer ab Werk einen Schliff haben, der zum Mäusemelken ist, wo irgendwie jedes Billigmesser besser geschliffen ist. Und dann denke ich immer, warum? Das tut doch gar nicht Not. Aber dann gibt es mich. Und andererseits freue ich mich natürlich wahnsinnig darüber, wenn die Leute dann zu mir kommen und sagen, hey, guck mal, da fehlen noch die richtigen Felgen. Oder was auch immer ihr sagt, was der bessere Vergleich in euren Augen wäre. Keine Ahnung. Ja. Also jetzt kommen wir der Sache hier schon sehr, sehr nahe. Ich bin schon so gespannt, wie dieser Schliff am Ende rauskommt. Das ist immer so schwer einzuschätzen. Ab einem gewissen Punkt beim Schleifen, verliere ich halt die Kontrolle über das Endergebnis. Ich kann bis zu einem gewissen Bereich, bis zu einer gewissen Grobheit, kann ich das Ganze sehr stark kontrollieren. Aber dann kommen wir halt irgendwann an einen Feinheitsgrad, ab dem ich diese Kontrolle abgeben muss und darauf vertrauen muss, dass das, was bisher richtig war, auch nach wie vor Gültigkeit hat. Und klar kontrolliere ich das durch Mikroskop, Laser, Goniometer und Bestester und Schärfetests und alles und in Schneidtests. Aber es ist dennoch immer ein Kontrollverlust ab einem gewissen Punkt da.
Ach doch, das schaut schon ganz annehmbar aus. Können auch noch mal dazwischen das Lederrad schalten mit 5 Mikron. Vielleicht kriegen wir bei diesem Messer damit noch mal ein bisschen was rausgekitzelt. Das könnte klappen. Das machen wir jetzt einfach mal. Das würde ich jetzt bei keinem anderen Messer machen, diesen Zwischenschritt. Aber hier könnte ich mir vorstellen, dass das noch was bringt, weil das Lederrad gibt ein bisschen nach. Wir waren jetzt zuletzt auf der 6 Mikron Körnung und dadurch, dass das Lederrad nachgibt, kann uns das so ein bisschen entgegenkommen, was den Recurve angeht und den ein bisschen verfeinern vielleicht noch. Wir gucken mal, was geht. Ob was geht.
böse. Ein böses, böses Messerchen. Jetzt gehen wir nochmal auf die 3 Mikron Diamantscheibe nach dem kleinen Lederzwischentrip hier. So. Und dann schauen wir mal, ob wir da noch was rausholen können.
Also wenn der Besitzer dieser Klinge nur halb so viel Spaß mit diesem Messer hat danach, wie ich es jetzt gerade habe, dann habe ich schon alles richtig gemacht. Und das ist einfach eine Freude hier gerade. Immer wieder schön zu merken, wie die Hände anfangen, der Form der Klinge zu folgen. Man braucht immer so die ersten paar Züge und dann erinnern sich die Hände, wo die Klinge zu sein hat und wo sie selbst zu sein haben, zu welchem Zeitpunkt. Und wird eine immer fließendere Bewegung. Finde ich persönlich einfach viel, viel schöner, dem Schwung der Klinge zu folgen auf einem Stein, der für mich seine Rotation macht, als selber wie ein Bekloppter ziehen und schieben zu müssen die ganze Zeit und dabei noch zu probieren, der Form der Klinge zu folgen. Das weiß ich auch nicht, also ich könnte das einfach auch gar nicht. Da bin ich einfach nicht talentiert genug. Ich sag mal, so rudimentäre Wassersteinfähigkeiten habe ich, aber sie sind genau das. Sie sind sehr rudimentär. Sie reichen halt gerade mal dafür, dass es irgendwie eine anständige, was heißt anständig, es wird eine Schneide und sie kann schneiden. Und das war's. Ich habe mich halt auf das Gerät hier spezialisiert. Und ich glaube, so geht es dann den Wassersteinleuten mit ihren Wassersteinen. Die spezialisieren sich halt darauf. So. Mehr Glanz kriege ich damit nicht mehr in die Hütte. Okay. Aber jetzt haben wir auch schon ein bisschen Glanz geschafft. Dann wollen wir mal abziehen. Ich bin ja gespannt, wie das Ding nachher schneidet, weil der Winkel jetzt so stumpf ist. Das war aber auch so gewünscht. Die Phase sollte möglichst klein sein. Das kann ich total verstehen. Das wirkt natürlich mit diesem Messer zusammen. Also optisch müsste das ein Kracher werden. Hoffe ich. Wir werden es ja am Ende sehen, was es optisch wird. Aber ich baue darauf, dass es optisch so rauskommt, wie ich es mir gerade vorstelle und wie es sich hier auch andeutet. Und dann glaube ich, können wir sehr zufrieden sein. Wir, Pluralis Majestatis, tut mir leid, wenn ich so oft mich so blöde ausdrücke.
Ich hatte ja schon mal einen Winter Williams hier. Das hat mich nicht so angesprochen wie das Beltknife hier. Also das hier, oh, das macht mich richtig heiß. Das ist so ein schickes Messer. Das ist so genau mein Geschmack hier. Das kommt, das kommt. Das Schöne ist halt, dass man auf der Tormek durch die Toolbar, durch die Einstellung des Werkstücks vom Winkel so exakt werden kann, dass man Werkschliffe halt nicht ruiniert, sondern dass man einfach genau da ansetzen kann, wo sie vom Werk her entstanden sind, wenn sie jetzt nicht totaler, wirklicher, hundertprozentiger Müll sind, und einfach fast gar kein Material wegnehmen muss, sondern nur die Werksphasen schön nachzeichnet, in sauber, in clean. Aber das dürft ihr nachher selber urteilen, wie ihr das Endergebnis findet. Ich finde es schon gar nicht schlecht.
So, jetzt machen wir noch mal ganz sicher, dass wir da nicht irgendwie uns eine fiese Drahtkante die ganze Zeit behalten. Und gehen jetzt noch mal kurz eine Stufe höher, um auch wirklich richtig schöne Grate zu haben. Da dürfte jetzt kein großer Draht mehr dranhängen. Also das ist jetzt schon so schön poliert. Das jetzt quasi einfach nochmal auf Nummer sicher gehen, dass es auch wirklich schön entgratet und sauber ist. So, dann stellen wir den mal wieder zurück. Den Freund hier dazu und gehen jetzt noch mal kurz aufs Leder. So, jetzt brauchen wir ein feineres Reinigungstuch. Das da. Jetzt haben wir schon so viel Arbeit in diesen Schliff gesteckt.
Das war's. Ich hole euch mal hier rüber. So, dann kann ich ein bisschen sehen, was ihr so seht. Das ist jetzt das Ende der ganzen Bemühungen. So sieht's aus. Eine Stunde, 7 Minuten zeigt mir das Handy an. Aber ich finde, es hat sich auch gelohnt. Ja, ihr seht, ein Schliff dauert halt so lang, wie er dauert. Das kann man nicht pauschal sagen. Klar, ein längeres Messer dauert immer länger als ein kürzeres. Aber dieses Messer ist jetzt nicht wahnsinnig groß, nur der Schliff ist einigermaßen komplex. So, könnt ihr das schon sehen, ne? Und deshalb braucht er auch einfach viel mehr Zuwendung als ein einfacherer Schliff. So, wir gucken mal, ob der Recurve noch erhalten geblieben ist. Da ist er. Stellt er sich nochmal scharf her. Seht ihr den? Da ist er. Tü-tü. So. Okay. Ich werde das gleich eh jetzt hier kurz abbrechen und dann zusammenschnippeln mit noch Detailaufnahmen und allem. Ich mache das Messer noch sauber, aber wir können mal schnell gucken. Ich mache es noch mal kurz ein bisschen so sauber. Wo wir jetzt besttechnisch stehen. Ich werde das wahrscheinlich gleich noch mal, einfach weil ich so Bock drauf habe, das mit hochnehmen und über Streichleder ziehen. So, zack. Aber wir können ja trotzdem schon mal gucken, wo wir aktuell mit der Schärfe stehen. Ich glaube 600 und ein paar zerhackte hatte die Klinge, bevor wir sie geschliffen haben. Und die war nicht beschädigt, ne? Die hatte keine Ausbrüche und gar nichts. Das war einfach nur, die war einfach nur stumpf. So, zack. Das ist dieses. So. Wie gesagt, Endfinish kommt noch, aber wir können ja einfach mal sehen, wo wir jetzt sind. Oh, 270. Das ist eine Ansage. Da muss noch ein bisschen was passieren. Das ist mir noch ein bisschen zu dolle. Aber ich kann euch sagen, da geht auch noch was. Ja, das ist natürlich dem Winkel geschuldet. Mal gucken. Jetzt kommt nämlich die Stunde der Wahrheit und wir schauen mal eben, welchen Winkel wir denn jetzt hier erzielt haben. Ich hatte ja gesagt, ich versuche auf 25 Grad. So, aber das ist immer das eine, was man will und das andere, was man macht. Jeden Fall ein stumpfer Winkel geworden. So. Jetzt ist er ziemlich mittig. Und was sagt er hier drüben? 21, 22, 23. Und hier drüben sagt er 21, 22, 23, fast 24. Also 23 auf dieser Seite und 24 auf dieser Seite sind wir bei 7 und 40 Grad rausgekommen. Ich guck mal, wenn ich euch näher ranhole. Wahrscheinlich verschiebt sich jetzt die Skala.
Okay, besser kann ich es euch leider jetzt erstmal nicht zeigen. Das ist ein wunderschön robuster Winkel. Das sorgt auch dafür, dass der Bestwert relativ hoch ist. Nichtsdestotrotz, den kriegen wir gleich noch niedriger, wenn ich den Handabzug noch ranhänge. Das hier ist unser Papier von vorhin. Wir gucken mal eben. So, das ist schon mal kein Gegner mehr. Ja klar, hier hängt ja jetzt auch noch die Pappe an der Klinge mit dran und ist auch nicht hundertprozentig gereinigt. Aber das ist schon mal eine andere Liga, ne? So. Und was hatten wir noch? Ach so, rasieren konnte es nicht. Davon würde ich jetzt allerdings ausgehen, dass es das kann. Das würde mich jetzt ein bisschen enttäuschen, wenn es das nicht täte. Ja, ist noch nicht so. Nee, nee. Also es rasiert mir schon was ab, aber es ist noch nicht da, wo ich es haben möchte. Aber das macht nichts. Wie gesagt, jetzt machen wir noch Handabzug. So, 220. Also, ich habe jetzt nochmal Handabzug gemacht. Wir sind jetzt irgendwie bei 220 Bässe oder so. Tiefer wird es nicht mehr. Ich habe den Winkel jetzt nochmal einen Tick weiter auf der Geraden der Klinge ausgemessen. Dort sind wir ziemlich exakt bei 50 Grad rausgekommen, wie auch geplant war. Was ich euch aber jetzt mal zeigen möchte, ist das hier. Guckt euch mal diese geile Scheide an. Das ist Leder. Und auf der Rückseite, seht ihr, ist ein Clip montiert. Da könnte man wahrscheinlich auch Techlock sonst was ranmachen. Und was ich richtig geil finde, hier in diesem wunderschönen Leder eingearbeitet, ist hier das Hartplastik, damit man auf keinen Fall durch dieses schöne Leder hindurch schnibbelt. So. Zack. Das passt da super rein. Sitzt richtig gut. Also ich habe noch nicht so eine coole Lederscheide gesehen. Die schockt richtig. Also auch richtig wertig gearbeitet, wenn man sich das hier anguckt. Richtig schick, gefällt mir sehr gut. So, und das hier ist das Ende unserer Mühe. So sieht es jetzt aus. Das ist der Anschliff. Hinten kann man natürlich die Hakler-Ruckler erahnen, wenn das Licht entsprechend reflektiert. Aber das ist so, wenn man einen Recurve auf einer geraden Fläche macht. Das könnt ihr mir glauben, das ist halbwegs komplex. Das geht nicht so einfach. So, dafür ist das Ergebnis, wie ich finde, sehr schön geworden. Ricasso ist heil geblieben, so muss das sein. Es rasiert, es schneidet papierbedingt. Es ist halt wieder so ein Messer, wie die meisten Messer, die sehr gut aussehen mit diesen sehr kleinen Phasen. Und irgendwie leider sind ja auch alle Messerkäufer und Benutzer an diese wahnsinnig winzig kleinen Phasen gewöhnt und empfinden die optisch dann als gut. Das Problem ist halt auch hier, da, das ist das Material hinter der Phase. Guck mal hier. Guck mal hier vorne. 1,5
8,2. Also ihr seht, die Dinger sind einfach massiv. Ne? Das sind jetzt nicht, das sind keine Schneiteufel. Und eine Phase von 50 Grad oder knapp 50 Grad. Ja, das Ding ist krass robust. Und es ist scharf. Es ist super scharf. Aber ein Schneiteufel ist es halt nicht. So, das muss man wissen. Ich finde es wunderschön.